Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir starten wieder mit einem Schrein, waren im letzten Part im Institut von Robello. Leider haben das die Jäger übernommen und ja, wir haben es aber befreit, machen jetzt den Schrein hier. Zugzwang heißt er, da ist das Ende, da oben ist eine Truhe. Die Frage ist, wir können das Ding greifen, wenn ich das richtig sehe. Okay, warte mal, wir brauchen hier aber Strom. Beziehungsweise eine Batterie. Wenn ich das richtig sehe. Aber wie kommen wir denn... Okay, Moment. Das ist aber nicht so gut. Das hat nicht so richtig geklappt. Wir müssen hier den Turm irgendwie auseinanderbauen. Guck mal, da ist eine Truhe, da komme ich ja nicht ran. Boah, muss ich die hier rüberkriegen oder was, die Kugel? Ich kann hier auch nicht. Kann ich hier eigentlich klettern auf dem Zeug? Ich könnte mir natürlich da was bauen. Die Frage ist natürlich. Nee, warte mal, ich könnte ja auch hier rüber. Das kann ich sogar verbinden. Es gibt sogar zwei Truhen hier drinnen. So, Sonaniumbogen, Stufe 30, den nehme ich auf jeden Fall mit. Da ist eine Truhe runtergefallen. Das ist natürlich nicht so cool. Das ist nicht so prickelnd. Wenn ich jetzt das behalte... Ja, schwuppdiwupp ist es weg. Okay. Warte mal, wo war denn die Truhe drin? Die war hier hinten drin, ne? Vielleicht kann ich nur nach vorne gehen. Ein bisschen noch. Warte mal, komme ich jetzt... Oh Gott, okay. Also darauf kann ich nicht springen. Alles klar, habe ich verstanden. Habe ich verstanden, aber wie soll ich denn dann... Aber um hier rüber zu kommen... Ich kann aber nicht drauf, ne? Kann da nicht drauf. Oh, warte mal. Ah. Muss aber eigentlich dort hoch. Ja, dort oben kann ich nichts greifen. Das jetzt runterschmeiße. Ich das runterschmeiße, fällt die Kugel runter. Okay. Ich habe gar nicht so viele Möglichkeiten, irgendwie da was rauszunehmen. Ach du Scheiße. Warte mal, Truhe fehlt mir noch eine, ne? Ja.
Eigentlich müsste ich das... Das geht aber nicht dort unten rein. Ich kann den rausholen. Und ich kann den rausholen und die Truhe ist weg. Und da komme ich nicht ran. Und ich vermute mal ganz stark. Ach shit, hier. Aber warum? Was kann ich denn eigentlich hier mitmachen? Wenn ich das aktiviere, das ist doch nur ein Fahrstuhl. Da ist die Truhe. Habe ich noch irgendwo... Ich habe hier noch irgendwo... Den hier unten kann ich auf jeden Fall noch rausziehen. Was passiert? Okay, warte mal, dann komme ich da rüber. Okay. Komme ich aber auch noch nicht zu der Truhe. Fährt das jetzt immer hin und her hier? Ja, das fährt immer hin und her. Dann komme ich aber vielleicht an die... Dann komme ich vielleicht an die Truhe. Oder erstmal an die... Okay, das bleibt jetzt hier stehen. Moment, also die Truhe habe ich bekommen. So, die hole ich mir erstmal, dass ich die alle habe. Großes Sonanium. Truhen habe ich alle. Ich komme sogar an die Truhe selber, an die Kugel selber. Dann kann ich die ja einfach hier oben reinschmeißen. Fertig. Ganz easy eigentlich. Das war eigentlich mehr Glück als Verstand jetzt, was ich gemacht habe. Wie gesagt, Truhen habe ich alle. Tür ist auch offen. Kann ich reingehen, meine Herzen auffüllen. Kann noch mal schauen, ja. Und dann können wir zum Stall gehen noch in der Folge. Sehr schön. Na, hat ein bisschen Kopfarbeit jetzt von mir verlangt, aber wir haben es geschafft. Das ist unser viertes. Oh, unser fünftes sogar schon. Okay, Herzen aufgefüllt. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Dankeschön. Und wenn wir zum Spähposten gehen, können wir das sogar einlösen. Aber hier oben gibt es wahrscheinlich auch noch die ein oder andere... Gab es hier nicht sogar ein Labyrinth hier hinten? Bin mir sogar sicher, dass es hier ein Labyrinth gab. Hier ist auf jeden Fall erstmal ein Stall. Das schüttet aber. Ja, das stimmt. Das schüttet wie Sau hier. Wir nehmen mal die Wasserfrüchte mit. Und Terry müsste eigentlich auch hier am Stall sein. Das heißt, wir können uns hier auf jeden Fall... wieder eindecken mit Stall von Ost-Akala. Machst du ja die stärkste Waffe. Was willst denn du? Nanu? Du hast aber eine ganz schön ungewöhnliche Waffe. Hast du die selbst gebastelt? Ja, ist von mir. Echt? Weißt du was? Ich baue auch Waffen aus verschiedenen Sachen. Ich will mal die stärkste Waffe aller Zeiten bauen. Weißt du, was Leunen sind? Diese riesengroßen, rabiaten Ungetümer. Leunen sind übermächtige Kreaturen mit dem Körper eines Pferdes. Hast du die schon mal gesehen? Es gab so manchen, der versucht,
hat, auf ihn zu reiten und dann abgeworfen wurde. Im Zugang zur Sturmwindkluft oben im Nordwesten soll sich so ein Monster herumtreiben. Leune sind nicht nur riesig kraftvoll, sondern auch irrsinnig schnell und speien obendrein Feuer über weite Entfernungen. Schon beim Anblick des Leunen oben an der Kluft schlotterten mir die Beine und ich konnte nur mein Leben laufen. Aber weißt du, wenn ich nur das Horn eines Leunen hätte, dann könnte ich damit die stärkste Waffe der Welt bauen. Ganz problemlos, ich würde es nur so kampftauglich, wie ich im Moment bin, würde so ein Leune aus mir doch... egal, dann baue ich die stärkste Waffe eben vielleicht nicht selbst, aber sehen will ich sie trotzdem. Falls sie mir irgendwer zeigen würde, dann würde ich auch eine stattliche Belohnung springen lassen. Stärkste Waffe der Welt. Ah, das ist das Ding hier. Okay. Jetzt gehen wir erstmal am Brunnen rein. So, da brauchen wir schon wieder irgendwas, um was kaputt zu machen, ja. Am Brunnen gibt es aber auch keine Majois, ne? So, ich hoffe doch mal, mein Hammer hält hier noch. Dass ich hier auf jeden Fall... hier sind Feen. Hier sind Feen, sehr schön. Nehme ich... Und eine Statue. Und noch eine Fee. Sehr schön. Das ist ja cool. Beten, da können wir uns gleich hier ein Herz holen. Brauchen wir gar nicht zum Spähposten zurück. Du hast Segenslichter gefunden. Ich möchte auf jeden Fall erstmal ein Herz haben, ja. So, dann brauchen wir wieder 3 Schreine und können uns das nächste Herz holen. Aber Herzen sind auf jeden Fall erstmal das, was ich auf jeden Fall sammeln möchte. So, heilen brauchst du uns nicht, aber den Herzcontainer nehme ich definitiv mit. Bringe der Welt den Frieden zurück. Das mache ich auf jeden Fall. Ein Leuchthöhlenfisch. Naja, leuchten muss ich eigentlich nicht. Und unsere rote Markierung können wir auf jeden Fall auch entfernen hier. Weil wir sind ja beim Stall. Und hier oben gab es wirklich einen Leuen irgendwo in diesem Gebiet. Dann brauche ich halt nur noch das Leunenhorn irgendwann holen. Holzschild brauchen wir nicht. Da ist unser Kollege. Der hat wahrscheinlich wieder eine Quest für uns. Was ist das denn hier? Wischmob. Den fotografiere ich mal. Da kann ich nichts fotografieren. Da ist Terry. Hey, mein Guter. Hey, dass wir uns an solchem Ort wiedersehen. Alle Achtung, gut gemacht. Nun, was können Sie gebrauchen? Also ich brauche auf jeden Fall Holzpfeile. Und eigentlich bräuchte ich auch Donnerblumen. So, ausverkauft. Klammerkröte, nee, brauche ich nicht. Sportkarotte, Löschflügler. Brauche ich auch nicht. Und verkaufen brauche ich auch erstmal nicht. Können wir hier denn irgendwas... Warte mal, ich kann jetzt erstmal auf jeden Fall schlafen gehen. Stallpunkt als Bonus. Ich habe 3 Punkte. Gut, dann nochmal von vorne. Willkommen in unserem Stall. Was möchtest du? Ich möchte ein Marlonbett. Bis morgens, ja. Okay. Ich bin Marlon, Gott der Pferde. Ich gewähre schnelle Hufe und dickeres Fell. Im Nordosten von Hyrule, Akala, Stall. Da warte ich. Okay. Das heißt, irgendwo gibt es hier den Pferdegott. Aber eine schöne Musik hat gespielt. Und wir sind auf jeden Fall stärker als vorher. Mal sehen, ich denke mal, ein zusätzliches Herz haben wir bekommen. Oh, 3 sogar. Und Ausdauer. Einen schönen guten Morgen. Und hast du gut geschlafen? Dank deiner Wachen hältst du einen Stallpunkt. Einen brauche ich aber noch. Sehr schön. Oh, stimmt. Hast du Marlons Rotlaubsee im Norden getroffen? Man sagt, dass er tote Pferde wieder zum Leben erweckt oder ihre Fähigkeiten verbessern kann, wenn er einen mag. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein, aber wer weiß. Ich wäre ein unfassbares Glück für einen Stall, wenn sich so ein Pferdegott dort niederlassen würde. Warte mal, kann ich nicht sogar diese Gutscheine eintauschen? Prämien erhalten, lesen.
Ja, einen Moment, ich komm gleich rüber gewatschelt. Mich ist also deine Prämie. Okay. Einen weiteren Stellpunkt. Hey, du hast eine Aufgabe. Wie lange wollen die überhaupt hier bleiben? Bei so schlechten Wetter heute, diese Gestalten doch sicher nicht gewartet. Dann können sie uns ein für alle Mal. Oh, bitte verzeih, du weißt sicher noch gar nicht Bescheid. An der Küste von Nord-Akala haben sich Monster festgesetzt. Gleich dort unterhalb der Klippe. Wenn ich nur daran denke, dass sie jederzeit hier hochkommen können. Ach, die Sorgen frisst mich einfach auf. Darum kann ich auch nichts anderes als die Arbeit ruhen lassen. Ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Ich habe schon zig Leute hier gefragt, ob sie irgendjemand die Scheusale vertreiben könnte. Aber leider fand sich niemand, der den Mut hatte. Alle haben sich mit meinen Anliegen im Stich gelassen. Sag, siehst du diesen großen Baum dort? Wenn du von dort aus runterblickst, kannst du die Unholde sehen. Wie viele es sind, das fällt schwer, weil vor Angst schlottern mir die Beine. Ach was, alle meinen, dass die Monster doch sicher nie hoch zum Stall kommen. Aber ich traue der Sache nicht richtig. Ich bin und bleib ein Nervenbündel, bis die Sträuche restlos von hier verschwunden sind. Piratenmeute, ja, machen wir mal, ne? Packen wir mal weg. Und dann waschen wir mit Pan mal. So, mal schauen. Die Frage ist natürlich, wie viele das sind, ne? Ich habe schon noch zwei so eine Schwerter. Langstock mit Gardeschwert. Das hört sich auf jeden Fall ganz gut an. Was bist du denn? Modekennerin. Buh, was ist los? Ich will so gerne haben. Was willst du haben? Das Leben des Helden! Liga, ne? Naja, toll. Du hast aber jetzt nicht so richtig, ne? Das war nicht so gut. Das war eine richtige Flachzange, ey. Okay, wollen wir mal schauen. Also von dem großen Baum aus hier. Runter zur Schlucht. Oh mein Gott. Na gut, wir könnten uns ja jederzeit hier wieder nach oben. Und erst mal schauen, dass wir die Piraten platt kriegen hier. Ah, die sind doch noch da drin. Ah, okay, dort sind sie. Und mal schauen, wie wir da drüber kommen. Dadurch, dass die ja hier auf dem Wasser sind. Oh, das wird schwierig auf jeden Fall. Ich könnte ja theoretisch gesehen mit einem Floß dort drüber schwimmen. Okay, warte mal, wir haben auch hier kleine Inseln. Vielleicht können wir ja sogar einfach. Bombenfässer hätten wir auch noch. Haben die eigentlich Bombenfässer? Da ist eine Leiter. Sei ruhig. Wo ist denn der andere hin? Okay, die sind weg. Was ist noch so ein Flatterf hier? Du bist vielleicht. Ihr seid vielleicht schlimmer. Okay, warte mal. Okay, der ist weg. So, dann haben wir da drüben noch einen. Hm.
Ich brenne dich erstmal an hier. Oh Gott. Okay, okay. Das ist natürlich heftig, ja. Nehmen wir erstmal mit. Dann schauen wir mal. Das Vieh. Und der dort oben hat Feuerpfeile. Und irgendwas... Warte mal. Muss auf jeden Fall ein anderes Schild nehmen. Und einen Bogen. Kann ich da den besseren Bogen suchen? Den Dreischer. Der blitzt auch nicht, oder? Ich hab den 24er. Mistviecher. Ey. Okay, Waffentasche ist voll. Moment, wie komme ich jetzt darüber? Das ist die Frage. Okay, der hat mich sogar mit Stein getroffen. So ein blödes Vieh. Ah, da ist sogar noch ein dicker drauf, ne? Die Frage ist, wie komme ich denn da rüber? Okay. So, den nehmen wir erstmal. Jetzt habe ich ihn gerade. Oh, das ist eine 10er Waffe. Warte mal, warte mal, warte mal. Da kann ich doch auf jeden Fall ja. So, jetzt fusioniere ich das. Sehr gut. So, den haben wir weg. Sehr gut. Eine Truhe gibt es auch noch. Wunderbar. Piratenbeute. So, eine riesengroße Kugel haben wir ja auch noch. Meine Waffentasche ist voll. Ja, ist in Ordnung. Nee. So, Soldatenbogen nehmen wir auf jeden Fall mit. Wo ist denn jetzt die Truhe? Entweder hier oben. Oder auf der anderen Seite oder noch höher. Auf jeden Fall haben wir uns um die Piraten gekümmert und das ist sehr schön. Ja. Dann holen wir uns noch eure Truhe. Und dann schauen wir mal, was es hier drin gibt als Belohnung. Blauer Hinox-Hammer, Stufe 30. Oh Mann. Oh, Stufe 52 habe ich hier. Na, da muss eigentlich muss... Eigentlich muss das Ding weg. Dann nehmen wir den Hinox-Hammer. Dann haben wir dort hinten theoretisch gesehen noch einen Schrein. Oh, der ist fürs Labyrinth, ne? Okay, das merke ich mir. Wir geben erstmal die Quest auf und dann müssen wir noch mit Pan noch reden. Mal sehen, der müsste ja theoretisch gesehen auch noch eine Quest haben. Oder die Quest jetzt, die wir jetzt gemacht haben mit den Piraten... ist vielleicht sogar die, die wir haben. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und warum es hier immer regnet, weiß ich auch nicht. Warum es hier immer regnet, weiß ich auch nicht. So, jetzt geht man aber erstmal bei der guten... die Quest ab. Die kann er nämlich hier weiter
weiter putzen. So. Oh je, Mini, wenn so viele Monster auf einmal über den Stall herfallen würden, das wäre unser Ende. Vielleicht sollte ich mich anderswo nach Arbeit umschauen, ob man wohl am Stall von Sidakala jemanden sucht. Wie bitte? Du hast sie alle erledigt? Jede einzelne der Scheusale ist besiegt? Ah, da bin ich ja. Ich meine, da fehlen mir... Moment, lass mich nur schnell schauen. Oh, tatsächlich, ich dachte schon, du flunkerst. Ganze Herrscher von Ungeheuern waren da unten, aber nun sind sie restlos verschwunden. Du bist ein Held, unser aller Retter, das bist du. Und ich hatte gedacht, nur irgendein gewaltiger, muskelbepackter Koloss könnte die Monster besiegen. Und dann kommst du und zeigst mir, dass ich falsch lag. Jetzt brauche ich keine Angst mehr vor den Unholden zu haben. Ach ja, sag nochmal, hast du vielleicht eine Stallpunktkarte? Als Dankeschön für deine Heldentaten schreibe ich dir 2 Punkte gut. Das ist doch was, oder? Dankeschön. Ah, lass mich gleich noch was dazugeben. Du hast es dir verdient. Und Leib- und Magenleckerli des Pferdeskurzmalern, der im Bereich hinter diesem Stall residiert. Eigentlich wollte ich damit seine Hilfe anflehen und bitten, um die Monster vom Halt zu schaffen. Und da es jetzt nicht mehr nötig ist, würde ich sagen, dass du damit vielleicht etwas anfangen kannst. Diese Sorte Karotten wächst nicht in unserer Gegend, also pass gut drauf auf und nicht selber schlabbern, ne? Gut, dann will ich mal zurück an die Arbeit. Vielen Dank nochmal für alles. Sehr geil, sehr geil. Und was haben wir denn hier? Ein Wagen, okay. So, dieser Stall hier. Oh, hallo Kollege, hast du auch die kleinen Vöglein, die merkwürdigen Dinge über diesen Stall erzählen hören? Es soll hier einen Pferdegott in der Nähe geben und sogar ein höchst verdächtiges Institut. Dieser Stall muss seine wahre Goldgrube für Zeitungsartikel sein. Ich sehe da nur ein kleines Problem. Gerüchte über Prinzessin Zelda waren nicht dabei. Aber so geht es einen halt manchmal als Reporter. Da muss man eben weiterfliegen und einen anderen Stall unter die Fittiche nehmen. Ich mache mich dann mal auf den Weg. Abflug! Hinter dem Stall soll es einen Pferdegott geben. Okay, wollen wir uns den nochmal anschauen? Aber wo genau soll der denn sein? Oh nee, nee. Nee, oder? Was für ein Schlamassel. Ich bin zu dick geworden. Na gut, vielleicht gibt es den dort hinten. Aber das wäre natürlich eine Möglichkeit, ne? Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, dass der Pferdegott dort... Warte mal, das könnte sogar hier sein, ne? Ja, vielleicht auch nicht. Bring dich einfach mal dorthin und dann schauen wir mal, ob da unten wirklich der Pferdegott ist. Oder das machen wir im nächsten Part, wenn wir den Kollegen hier zu seinem Freund gebracht haben. Der Weg selber ist ja nicht so weit. Was ist dort vorne? Da ist eine Kutsche mit Bocklins drauf. Okay. Du Mistvieh. Ja, jetzt hänge ich ja fest. Wo ist denn der jetzt? Runter von dem Pferd. Wenn, dann hole ich mir das. So. Den Bogen nehme ich mit. Und jetzt hoffe ich doch, dass der Krog noch hier oben liegt. Ja. Ich habe schon gedacht, der... Warte mal, ich könnte da eigentlich... Ein Ritterbogen. 26. Ja, komm, schmeiß mal den weg. Okay. Jetzt hätten wir ja hier so einen schönen Wagen.
Okay, dann bringen wir dich mal zu deinem Freund. So. So. Danke, dass du meinen Freund zurückgebracht hast. Du kriegst ja zwei kleine Kackhaufen von uns. Ist in Ordnung so. Hier müsste, sollte der... Soll hier der Pferdegott sein? Ja, ich denke mal, ne, dass der hier unten ist. Oder dort oben ist auf jeden Fall ein Krog. Und eine Statue. Oh, ist das nicht die Quelle der Kraft? Die Quelle der Kraft, okay. Komm mal her, Kroggy. Dann werden wir uns die Quelle der Kraft anschauen im nächsten Part. Aber da müssen wir auf jeden Fall irgendwas spenden. Dann muss ich aber erstmal schauen, was genau wir da brauchen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Basti. Tschüssi.